Okay. Kein Wort. Geh einfach weiter, ganz unauffällig, okay? Komm mit rein. Ich zeig sie dir, aber du darfst niemandem verraten, wo sie ist, okay? Gut. Sie steht ganz hinten, bei den richtig seltenen Sachen. Hey, alles klar? Wie geht's denn? Schön, euch zu sehen. Die Kids, die hier arbeiten, wissen natürlich nicht, woher sie stammt. Ebenso wenig wie die alten Hasen. Keiner von ihnen hat sie gekauft, also gibt's auch keine Auftragsnummer. Soweit sie wissen, war sie einfach schon immer hier. Okay. Normalerweise steht sie hier. Oh, oh. Nein, nein! Hat sie jemand gekauft? Oh, Mann! Ich hätte sie ja selbst gekauft, aber sie erschien mir zu bedeutend, zu kostbar, wie etwas, das kein einzelner Mensch besitzen sollte. Ja, hier ist sie. Okay. Bist du auch wirklich bereit dafür? Denn das, was ich hier habe, raubt dir nicht nur den Verstand. Es raubt dir die Seele. Also dann, mach sie auf. Wenn du dich traust. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, eurem Mammut. Und zwar let's playen wir heute mal Brutal Legend. Ja, das ist ein Action-Strategie. Ich weiß nicht, was da noch für Genres drin sind. Und ich hatte es mal 10 oder 15 Minuten lang angetestet und habe sofort gemerkt, ja, für mich alteingesessenen Rocker ist es genau das Spiel, was quasi genau das Richtige für mich ist. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir labern nicht so lange rum und starten einfach mal hier das Spiel. Und nein, ich möchte nicht fortsetzen, ich möchte ein neues Spiel starten. So. So, ja, das weiß ich, dass damit irgendwelche Speicherstände deaktiviert werden. Komm, wir machen jetzt mal sanft. Wir machen heute mal einen sanften Rocker. Einfach mal, weil ich nicht weiß, was uns erwarten wird. Und wenn das hier so strategiemäßig ist, dann kann es passieren, dass ich da auch schon später mal fehle. Oh, warte. Hey, hi. Hey, Rix, tut mir leid, dass ich deine Gitarre zerstört habe. Was zum... Sie ist wie neu. Wow, wie hast du das gemacht? Hoffentlich geht sie nicht wieder so leicht kaputt. Leg dich nicht mit dem an. Er macht mir Angst. Hey, Eddie. Tut mir leid, aber unser Manager will wissen, wann du uns ein neues Set baust. Dieses Stonehenge-Zeug ist ja ganz lustig, irgendwie ironisch und retro, aber... Hör zu, Eddie, versteh mich nicht falsch. Du bist der Beste, okay? Der beste Roadie der Branche. Jeder weiß, dass du alles hinkriegst und bauen kannst. Also vielleicht könntest du uns ja was bauen, das eher unsere jüngere Zielgruppe anspricht. Ich meine ja nur. Weißt du, früher oder später musst auch du in der modernen Welt ankommen. Okay! Seid ihr bereit für ein bisschen Heavy Metal? Ich krieg alles hin. Nur das nicht. Metal ist tot. Hattest du je das Gefühl, in der falschen Zeit zu leben? So, als hättest du früher leben sollen, als die Musik noch echt war? In den 70ern? Früher. In den frühen 70ern. Uh-oh. Ich hab gesagt, bleib da runter, du dämliches Abge...
Um dem Spieler ein authentisches Rodi-Erlebnis zu vermitteln, kann es unumgänglich sein, dass in Brutal Legend von Zeit zu Zeit auch Kraftausdrücke verwendet werden. Ich will jede einzelne Abstoßesilbe hören. Fuck das Stück Scheiße! Bitte lass ihn fallen. Scheiße! Lauf, Eddie! Der Job eines guten Roadies ist, andere gut aussehen zu lassen. Andere zu beschützen. Anderen zu helfen, das zu tun, wofür sie bestimmt sind. Ein guter Roadie steht nie im Rampenlicht. Wenn er seinen Job gut macht, merkt niemand, dass es ihn gibt. Hier und da betritt er vielleicht die Bühne, um ein Problem zu lösen, Dinge zu klären. Aber bevor jemand merkt, dass er da war und was er getan hat, ist er wieder weg. Legend enthält blutige und brutale Szenen, darunter auch Verstümmelungen und gelegentliche Enthauptungen. Wann immer dies aus erzählerischen Gründen notwendig ist, der Wahrung historischer Genauigkeit dient oder Hammer aussieht. Also gut, aber nur wenn es dann wirklich Hammer aussieht, natürlich. Die Zeit ist endlich gekommen, wir dienen unserem Meister. Hey. Hey, ich bin nicht euer Meister. Nein, bist du nicht. Okay, jetzt wollen die mich auch noch töten. Das war jetzt ein langes Intro. Wir schnappen uns jetzt einfach mal die Axt, die da irgendwo liegt. Halt, Moment. Lass mich über die Axt. So. Excalli-Axt oder so. Der Trainer, wer es wagt, Hand an diese wundervolle Axt zu legen, bekommt den Zorn der Tainted Coil zu spüren. Axtangriff mit A. Okay, unaufhaltsamer Axtangriff. A festhalten. Okay, krieg ich hin. So. Immer schön drauf hier auf die... Nein! Lässt du das wohl? Au. Verteidige dich, ja, mit B. Okay, krieg ich hin. Erstmal hier draufhauen. Bam. Geköpft und nochmal geköpft. Passt. So, der nächste bitte. Krieg ich nicht? Doch, da hinten. Okay.
Ey, Finger weg von der Gitarre! Hin? Also echt. Gitarre benutzt man nicht, ne? Um sie dann zu vernichten oder sowas. Nee, das macht man nicht. Nee. So, nehmen wir mal die Gitarre. Dann werden hier ein paar ordentliche Riffs gespielt hier, ne? Clementine heißt die Gitarre, ja. Zu Hause war sie nur eine einfache Gitarre. Doch hier scheint die Welt selbst ihr zusätzliche Rockkräfte zu verleihen. Schocker mit X und Pyro mit X festhalten. Okay, kriege ich hin. Machen wir mal. Hier. Friss mein Schocker. Way. Und die Gitarre wird dadurch ein bisschen heiß. Wenn ich das zu lange mache, muss ich die Gitarre erst ein bisschen abkühlen lassen. Das kriege ich hin. So, machen wir nochmal Pyro. Aua. Pyro. Bam. So. Erdschütterer. Drücke A und X. Dieser Powerchord schleudert Feinde durch die Gegend und bringt Gebäude zum Einsturz. Na, das ist doch super. Das nutzen wir mal gleich, wenn hier ein paar Feinde mehr sind. Feinde, Hallöchen. Bam. Schon fliegt ja alles ein bisschen auseinander. Machen wir noch ein paar. Moment. Bam. Immer schön mit der Axt immer noch mal draufhauen. Passt. Bam. Kopf los. Und zack. Bam. So, danke, dass du dich hier an diesem Spiel beteiligt hast. Und schon sind wir nur noch in Ruinen. Und wir sehen, dass hier 300.000 Kapuzenmänner uns hier hochfolgen wollen. Wieso, weshalb, warum, wissen wir nicht. Wir wissen nur, wir sind nicht ihr Meister. Na, mal gucken. Und was ist das? Oh Gott. Na gut, netter Versuch, Lady. Oder was auch immer du bist. Ich soll wohl glauben, du wärst eine Nonne, dabei bist du irgendein großer, hässlicher Dämon. Also lass das. Na also. Aha, siehste? Ein großer, hässlicher Dämon. Mit einem langen Zeigefinger. Aber auch sexy irgendwie. Hm. Okay, der Mundgeruch ist nicht so sexy. Dann auf ihn. Oder auf sie oder auf es. Ah! Weg mit der Kotze. LT fest, um Gegner ins Visier zu nehmen. Ja, das möchte ich jetzt aber gar nicht eigentlich. Aber egal. So, bam. Nochmal. Bam. Ah, rollen kann ich mich auch. Okay. Ja, weg, 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 weg. Lass dich doch hier nicht so voll kotzen. Ich weiß nicht mal, ob ich eine Lebensanzeige habe oder sowas. Aber das wird schon. So. Ich sollte lieber verschwinden. Ja, ich glaube auch, dass du lieber verschwinden solltest. Und vielleicht nochmal eine Nonne töten. Ich weiß ja nicht. Schockwelle! Yeah! So, ist das auch hinüber. Und sollen wir hier lang? Mit Y können wir hier irgendwas benutzen, das Ding, okay. Ist klar, Kleiner. Es geht los. Na dann, auf. Das Ding in Gang kriegen. Also mal sehen. Liebe böse, verkorkste Dämonenmächte. Ja, genau. Und des unvorstellbar Bösen. Bitte bringt mich fort von diesem grässlichen Leichenstapel. Ich bin nur ein Besucher in eurer seltsamen Welt, die manche höllisch nennen würden. Aber ich gebe zu, sie ist irgendwie abgefahren. Ja, oh, ich ihr auch. Herren ekliger genau mein Ding. Und Sadomaso-Kleidung. Also ihr Typen habt echt Stil. Die Kampfnonne, die war heiß. Sorry, dass sie tot ist. Aber ihr seid ja böse, richtig? Also ist alles bei eurem guten Willen. Oh, ich meinte böse. Gruselige, zusammenhanglose Litanei. Machen wir doch mal Erdschütterung. Bam. Schon ist alles irgendwie hinüber. Und kaputt und weg. Oh Mann. Ich hab doch nicht etwa die ganze Zeit so heiße Mädchen umgelegt. Die Axt. Du bist also auch wegen der Axt hier. Nein, aber ich wurde angegriffen und... Sekunde. Und sie war eben da, also... Du führst sie sehr natürlich. Ja, das ist echt merkwürdig. Ich hatte noch nie eine Axt in der Hand. Wer bist du? Rechte Seite. Wir müssen hier raus, bevor er hier ist. Ja. Yeah. Wer ist er?
Team-Action. Nähere dich deinem Verbündeten und drücke Y, um mit ihm eine Teamaktion auszuführen. Arbeite mit deinem Team, um mächtige Teamangriffe auszuführen. Alles klar. Bevor wer hier ist? Imperator Duviculus. Wer? Imperator Duviculus, wo kommst du her? Das ist schwer zu sagen. Ich bin ständig auf Achse. Genau. Glaub ist mir, richtig ausgedrückt hier. Du willst nicht hier sein, wenn er kommt. Wo liegt das Problem? Du machst zum Beispiel...